Hey alle zusammen, wenn ihr auf dem Warlock bei den Bossen den meisten Schaden raushauen wollt, seid ihr hier genau richtig, denn ich zeige euch hier, mit welcher Super und welchen dazugehörigen Exo ihr den meisten Schaden raushauen könnt. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefällt, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Also, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, ich habe jeweils jede Super getestet und dazu noch das gehörige Exo, wo man dann den meisten Schaden mit dieser Super raushauen könnte. Besonders bei dem Exo Apotheose-Schleier gehört es dazu, wenn man seine Ulti rausgehauen hat, viele Abilities dazu zu schmeißen, um den meisten Schaden rauszuhauen. Also habe ich bei manchen Supers natürlich nicht nur die Super an sich getestet, sondern habe dazu auch noch optionale Fragmente reingepackt und natürlich noch Granaten und Nahkampf dazu geschmissen. Fangen wir einmal direkt mit der Solarsuper an, und zwar mit dem Brunnen. Der Brunnen an sich macht ja keinen wirklichen Schaden, ist aber ein super Support und aktuell halt wirklich Pflicht in jedem Raid-Team. Ich habe den Brunnen gespielt und habe dazu noch den Apotheose-Schleier angehabt, womit dann nach Aktivieren der Super meine Fähigkeitsregeneration eine gewisse Zeit erhöht ist, was es mir möglich macht, zusätzlich zum Waffenschaden auch noch viele Granaten und Nahkämpfe rauszuhauen. Hier habe ich allein nur mit dem Brunnen, mit den Fähigkeiten und dem Apotheose-Schleier einen Schaden von 680.946 Schaden gemacht. Als nächstes habe ich die Dämmerklinge benutzt. Zu dieser Ulti passend habe ich den Helm Dämmerungskonzept getragen, denn unsere Projektile verursachen mehr Schaden und das Versengen allgemein von dieser Subclass macht erhöhten Schaden und hält auch noch länger an. Hier haben wir einen insgesamten Schaden von 841.728 geschafft. Gehen wir als nächstes zur Akku-Subclass. Hier habe ich in der Kombination mit der Chaos-Ulti und den Shun Geomag-Stabilisatoren einen Damage von 1.101.986.000 Schaden gemacht. Bei der nächsten Akku-Ulti, der Sturmtrance, habe ich zusammen mit Krone der Stürme einen Damage von 483.924 gemacht. Gehen wir als nächstes rüber zur leere Ulti, und zwar gibt es jetzt hier einmal bei der Vortex-Ulti zusammen mit dem Apotheose-Schleier einen Damage von 680.917 Schaden. Und bei der anderen Nova-Bombe, der Katastrophe, zusammen auch mit dem Apotheose-Schleier wurde ein Damage von 652.239 gemacht. Und zum Schluss kommen wir noch zum Nova-Warp. Dort wurde kein wirkliches Exo getragen, denn für diese Ulti gibt es nicht wirklich ein Exo, was den Schaden erhöhen könnte. Hier ist ein Schaden von 539.698 Schaden entstanden. Die nächste Ulti ist die Stasis-Ulti, und hier habe ich zusammen mit den Exo-Händen Eiszapfen Zornweber einen Damage von 349.043 gemacht. Und kommen wir noch zu guter Letzt zur Strang-Ulti. Hier habe ich die Exo-Hände Nekrotischer Griff benutzt. Man kann hier auch Apotheose-Schleier benutzen, aber der Nekrotische Griff, finde ich, ist hier etwas passender. Der sorgt ja dafür, dass unsere Gegner, wenn wir sie mit dem Nahkampf treffen, vergiftet werden, was auch nochmal Damage over Time zusätzlich ist. Hier habe ich einen reinen Ulti-Fähigkeitsschaden von 642.220 erreicht. Also, wenn wir uns die ganzen Zahlen jetzt ansehen, sehen wir, dass die Chaos-Arcus-Ulti den meisten Schaden rausgehauen hat. Hier ist aber halt der Nachteil, dass wir während der Ulti durchgehend in der Luft sind und durchgehend Schaden machen. Was uns aber auch auf jeden Fall sicher diesen hohen Schaden bringt, ohne die Gefahr, dass wir einen Schuss versemmeln und dadurch Schaden verloren geht. Solltet ihr aber wirklich im Endgame eine richtig gute Rota spielen wollen und den maximalen Schaden raushauen wollen, würde ich euch eher raten, zum Beispiel die Strang-Ulti mit den Händen zusammen zu spielen oder vielleicht sogar den Brunnen zu spielen mit dem Apotheose-Schleier, um viele Granaten zwischendrin rauszuhauen, oder zum Beispiel auch die Nova-Bombe mit dem Vortex rauszuhauen, der auch noch gut Schaden über Zeit macht. Aktuell ist aber Strang wirklich Meta teilweise bei Damage Warlocks. Solltet ihr nicht den Brunnen spielen müssen, würde ich euch auf jeden Fall die Strang-Ulti empfehlen. Ich kann euch hier nochmal ganz kurz eine kleine Rota zeigen, die ich gemacht habe. Die ist auch nicht optimal, aber sie zeigt so ungefähr das Grobe, was man dann spielen sollte. Zunächst einmal haut ihr euch in die Izanagi den gebündelten Schuss rein, damit ihr einen starken Schuss habt. Dann schmeißt ihr einmal den Nahkampf auf den Gegner, um ihn zu vergiften, und dann geht's auch schon los. Ein Izanagi-Schuss, dann ein Schuss mit der zweiten Waffe. Dann geht ihr auf euren Rocket, der durch Bait and Switch, wenn man vorher mit anderen beiden Waffen Schaden gemacht hat, dadurch erhöhten Schaden macht, und zwar nämlich 30%. Dieser Buff ist 10 Sekunden lang aktiv. Ihr schießt eure zwei Schüsse rauf, die ihr mit Wiederaufbau bekommen habt. Dann könnt ihr noch einmal die Granate schmeißen, um eure Rocket wieder nachzuladen, was ja durch unseren Aspekt, den wir in Strang drin haben, getriggert wird.
Dann haut ihr eure Ulti raus. In dem Moment wird euch wieder aufbauen und wieder eine Rakete in den Rocket reingeladen. Ihr schießt wieder zweimal Rocket und dann fängt es eigentlich wieder von vorne an. Also diese Damage Rotation ist jetzt nicht wirklich perfekt. Aber ich glaube, sie zeigt so ungefähr, wie es ablaufen sollte. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ansonsten würden wir uns jetzt beim nächsten wöchentlichen Tex wiedersehen. Ciao, ciao!